Hallihallöchen zusammen und willkommen zum zweiten Part des 700 Euro Sammlungsopenings. Heute widmen wir uns den ganzen Holo-Ordnern. Ich weiß aber auch nicht, ob wir das hier in zwei Parts aufsplitten, weil wir haben nämlich insgesamt vier Holo-Ordner. Und die sind alle also mit ziemlich krassem Zeug voll. Ich glaube, außer einer. Und wir schauen uns jetzt erstmal den an. Das müsste der Elementarhelden-Ordner sein. Und ich bin ja gespannt. Ich meine, ich habe ja schon einiges gesehen, aber ich habe es mir beabsichtigt nicht zu 100% alles angeguckt, weil ich mich selbst noch ein bisschen überraschen wollte. Und genau, dann geht's gleich mal los. Wir haben hier Burstinitrix aus der Legendary Collection. Gleich mal den Zustand prüfen. Okay, an den Ecken ein bisschen angeditscht. Aber sonst in den Varianten gehen die Elementarhelden relativ viel. Die gibt es ja auch jeweils die anderen in den Seltenheiten. Ich lege einfach mal alles raus, was mich hier gerade so anspringt. Moment mal. Das ist ja so eine. Genau. Dann haben wir hier ein paar Blade Edge. Der ist richtig abgeranzt. Die anderen beiden sehen in Ordnung aus. Necro Shade auch nice. Zwei Bubble Mans sind super. Genau, ein Elemental Woodsman. Schattennebel. Prisma. Der ist vielleicht noch ganz cool. Elementarheld Captain Gold. Das ist ein Original-Set, unlimitiert. In Ultra Rare. Das Witzige bei der Karte ist halt, dass nur der Elementarheld selber schillert. Der Hintergrund ist Kamen. Mega nice. Die anderen sind aus dem Duelist Pack und aus der Legendary Collection. Okay. Dann haben wir einen Stratos. Aus dem Champion Pack. Den finde ich interessant. Den finde ich echt interessant. Stratos aus dem Champion Pack. Der ist halt hier wieder oben ein bisschen angeditscht. Nice. Elementarheld Eiszacke. Ich weiß nicht. Das ist für mich kein Elementarheld. Also beim besten Willen nicht. Ne? Also es tut mir leid. Bei Poison Rose, okay, mit allen zugedrückten Augen. Und Knospel ist ja der dickste Witz. Das ist für mich einfach kein Elementarheld. Es tut mir leid. Dann Blechgoldfischen Blazer. Soweit ich weiß, sind die auch oder gehen die auch ein bisschen was. Feldkommandant Ratz aus Phantom Darkness. Super, genau. Jetzt kommen wir hier zu den Fusionen. Hier müssten wir ein bisschen mehr krassen Stuff haben. Haben wir hier zuerst mal Elemental Dark Bright aus Tactical Evolution. Erste Auflage Niermint. Sehr schön. Dann glänzender Flügelmann aus der Collection Tin in Secret. Auch. Ja, Niermint würde ich jetzt mal sagen. Dann sehr schön Flammflügelmann, das ist allerdings, glaube ich, ein bisschen durchgedönert. Ja, hier ein Ultra. Die Karten, diese ganzen Elementalfusionen in einer passablen Rarität zu finden, in einem passablen Zustand, das ist sowas von schwierig. Der hier sitzt in Super Rare aus dem Duelist Pack und relativ gut vom Zustand, wobei der relativ häufig ist, in Anführungszeichen. Dann haben wir hier ebenfalls aus dem Duelist Pack einen Steam Healer, den kann ich schon fast gar nicht mehr sehen, weil ich so viele von dem habe. Aber trotzdem cool, hier auch aus dem Duelist Pack. Das ist auch mal drin. Und die lege ich mir mal gleich zur Seite. Hier richtig krass, ich hoffe, dass der in einem guten Zustand ist. Ja, Elementarheld Tempest in Ultimate Rare. Der ist halt wirklich noch richtig, richtig nice. Er ist zwar nicht First, aber der geht auch so, der ist so sauteuer. Der ist richtig teuer. Ich glaube, der ging damals 26 Euro und unlimitiert. Dann geht es hier unten direkt weiter, aber der ist leider schon ein bisschen angedönert, das sieht man. Elementarheld Wild Edge. Der hat halt hier unten eine leichte Beschädigung und hier oben eine leichte Beschädigung, aber den lege ich mir trotzdem raus für die private Sammlung dann. Finde ich mega nice. Aus Elemental Energy haben wir noch den Rampant Blaster, daneben gleich nochmal einen, der ist aber relativ gedamaged. Ich muss halt hier die Zustände auch ein bisschen prüfen, ob das soweit klar geht. Wir haben ja nochmal einen Wild Edge, einen Ultra, aber auch der ist, glaube ich, nicht hundertprozentig mint. Ja, exzellent würde ich ihn nehmen. Excellent bis gut. Ist der auf jeden Fall noch, den lege ich mir auch mal raus. Ja, also man sieht, es sind halt richtig, richtig geile Sachen dabei. Okay, haben wir hier noch den Rampant Blaster, super aus der Legendary Collection. Haben wir hier irgendwas Erwähnenswertes? Die Donnergiganten sind rare. Hui, genau, dann geht es jetzt hier weiter. Wir haben jetzt hier ein relativ lautes Auto, das vorbeifährt. Ich hoffe, man hört es nicht zu stark. Wir haben hier ein Ultimate, eine Heldenbarriere. Die ist aber auch schon, ja, die ist jetzt zum Beispiel so für die Sammlung nicht mehr zu gebrauchen. Ist einfach schon zu stark. Und dann beschädigt er mir ein Spiegeltor. Auch ein Ultimate aus Tactical Evolution. Die ist allerdings in relativ gutem Zustand, unlimitiert. Was die geht, weiß ich. Da bin ich mir oben noch einen Heldenorden Ulti, aber der ist richtig durchgedünnert. Den brauche ich gar nicht rausholen, das sehe ich so schon.
Genau, dann Fusionswächter. Ein paar neuere Karten aus, also einmal Himmelsturm aus Nasach. Hey, cool. Eine LUB-Polymerisation, die lege ich mal raus, weil die brauche ich für die, die habe ich schon in Toploadern, die Polys. Das ist eine Karte, die finde ich vom Design her richtig nice. Das ist eine neue Support-Karte, die ihren ersten Print in Duelist Saga hatte. Finde ich mega nice, dass die hier auch zweimal dabei ist. Fünfte Hoffnung. Genau, Wolkenkratzer. Genau, jetzt kommen wir halt so ein bisschen... Was haben wir denn hier? Maskierte Helden. Okay, da das so ein bisschen sortiert. Böse Helden. Was haben wir hier? Einen bösen Helden, Malicious Fiend. Auch in einem relativ guten Zustand. Das ist ein Duelist Pack. Sehr schön. Daneben einen bösen Helden, Malicious Edge. Ja, die bösen Helden haben auch was. Schicksalshelden, immer cool. Double Dude aus... oh Gott. Was? Phantom Darkness? Weiß gar nicht. der ist ganz neu. Dark Angel finde ich aber super designed. Okay, also hier ist Schicksalshelden-Power angesagt, so wie es aussieht. Was sind das? Die Fusion. Auch aus Destiny Soldiers. Die kommen wahrscheinlich beide aus Duelist Saga, genau. Neo Aqua Dolphin, zweimal in Rare, einmal in Super, hier oben. Oh, Dark Panther, der wäre ein Ulti-Nice gewesen. Aber der ist ja auch hier in Rare drin. Dann, was haben wir? Oh, geil. Das ist fett. Regenbogen Neos in Secret Rare First aus Phantom Darkness. Wenn es das war, doch. Phantom Darkness. Der ist richtig fett. Der ist auch ziemlich teuer, soweit ich weiß. Nämlich im Haus. Dann, einer meiner Lieblings-Elementarhelden. Elemental Dark Neos. Von der Rarität her jetzt nicht unbedingt mein Liebling. Da gefällt mir die Ultra und die Ulti besser. Der geht aber nicht besonders viel. Aber trotzdem sehr schön. Oben noch ein paar Elemental Heroes Grand Neos. Genau. Dann müssten wir eigentlich, ja, dann sind wir mit dem enthaltenen Ordner auch schon wieder durch. Den werde ich natürlich dann nochmal, werde ich nochmal genauer drüber gehen, wenn ich dann das Video beendet habe. Das waren jetzt so die Elementarhelden-Sachen. Jetzt muss ich mal hier gerade gucken. Ich glaube, als nächstes nehmen wir den hier. Also, erstmal richtig geil. Von Ultimate Guard, das ist halt auch eine ganz andere Qualität. Das ist so ein Zip-Ordner. Ich mache den jetzt hier mal kurz auf. Den, da weiß ich gar nicht mehr so wirklich, was drin ist. Ich weiß nur, dass es thematisch so ein bisschen gemischt ist. Neuer Stuff, alter Stuff. Muss man halt gucken. Ich glaube, das ist eher so eine Art Trade-Binder gewesen. Stille Angler, Bruder Donner. Mhm. Nebeltal Donnervogel, kenne ich. Hä? Scheuer. Ach ja, das ist eine Secret. Ah, die kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das sein soll. Ob die was wert ist. Es gibt noch so eine ähnliche, die ging was. Die hier finde ich richtig fett. Aus Duelist Saga. Den wandernder König Wildwind. Sehr schön, das ist eigentlich so eine Art Pantherkrieger. Fast schon. Neue Supportkarte für die Heiligen Drei Ungeheuer. Genau, was haben wir noch? Königin Engel der Rosen. Den nehme ich mir raus, weil den habe ich schon in Toploadern. Genauso wie die hier. Drei nehme ich mir auch direkt mit. Das sind auch in Gold Secrets, sehen die echt nice aus. Sind zwar nichts wert, aber trotzdem übel fett. Dann ein paar Silvanische. Prinzessin der Kirschblüten, auch richtig nice. Rosententakel. Kann ich auch gleich rausnehmen. Dann. Der ist aber vom Zustand, glaube ich, nicht mehr so prickelnd. Nee, leider. Weil den hätte ich auch brauchen können. Egal, den lassen wir mal drin. Ist der Ami? Also Gold Secrets finde ich in Ami halt richtig... Nee, der ist kein Ami. Gold Secrets finde ich in Ami halt richtig nice, weil die halt nicht so überzogen glitzern. Auch hier Weihnachtsunterwäldler, sehr schöne Karte. Ein paar Triamiden-Sphinx, ein Unterterror-Behemoth, richtig nice. Aus OP, den kann ich mir auch raus tun. Der kommt auch zur Seite. Gamisiel, auch richtig nice, ging mal als Rare eine ganze Menge. Hier wird es ein bisschen random Stuff, Promo. Ja, also das ist halt wirklich alles Mögliche wild durcheinander. Ja. Bujingi Hase oder hier Schwarzflügel Kalut, auch nice. Aus dem Adventskalender.
Der hat hier lauter Karten, die ich schon eingetütet habe bei mir, die ich mir rauslegen kann. Auch Kartenkavallerist, der ist aus dem Astralpack. Oh, mega nice. So, aber die hier, die kann. Oh, warum dieses Thema? Ich verstehe es nicht. Das ist so ein Topic, das werde ich nie verstehen. Straßensynchron würde ich auch rauslegen, aber der ist zu damaged. Zum leuchtenden Kamm, auch gut. Einfach mal so. Was haben wir jetzt hier? Eine Säurefalgo, die ist relativ alt. Mal gucken, wie der Zustand ist. Vorne ein bisschen matt und zerkratzt, aber sonst geht es eigentlich voll klar. Die haben wir dann hier daneben auch gleich nochmal. SDD, SDD. Okay, die gibt es ja auch beide aus DDS, glaube ich. Dann Metal Morph aus dem Premium Pack. Mhm. So, was fällt mir hierzu ein? Okay, das ist alles so ein bisschen. Ey, das ist geil. Die ist auch ein bisschen was wert. Das ist Swarmbait aus TF04. Die geht ein paar Euro. Ich glaube 3 oder 4. Die ist richtig cool. Gefällt mir. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Sehr Zauberkannen. Okay, Kartenzerstörung. Das ist nichts. Natürlich elegante Wohltäterin, Scapegoats, immer gut. Auch für Spieler vor allen Dingen. Hier dann dieser neue ABC-Stuff. Oben die beiden Ultras. Hier auch wieder ein paar Commons drin. Ein Blauäugiger in Ultra. Dahinter wahrscheinlich auch nochmal. Nicht in Ultra, in Rare. Den finde ich cool. Aus Maximum Crisis. Wirklich einer der geilsten Künstlerkumpel überhaupt. Künstlerkumpel Gatling Ghoul. Ich finde die Karte so hammer. Genau, also hier ist jetzt doch wieder ein bisschen mehr so Low-Rare-Zeug. Ich glaube, so ein bisschen sortiert nach Kartenarten. So, was haben wir hier? Okay, Paladine von den Weißen Drachen, die finde ich eh mega nice. Auch die ganzen Cyber-Engel finde ich cool. Hier schwarz glänzender Soldat, der ist aber aus dem Mega-Pack. Der Super-Soldat. Genau, jetzt haben wir hier ein paar X. Ist das, ja, der ist aus Dusa. Zweimal sogar. Finde ich aber echt nice, dass der hier drin ist. Was ist denn das für ein Ding? Kenne ich ja gar nicht. Auch aus Dusa. Vollgepanzerter Schwarzstahl Lanzenträger. Okay, ist mir vollkommen neu, die Karte. Noch nie gesehen. Dann Wahrer König, auch mega nice. Die Motte finde ich auch cool. Hier ist nochmal, oh, Zodiac. Ich mag ja Zodiac so vom Design her, aus dem Originalbooster. Richtig schön. Geht zwar wahrscheinlich nichts mehr, aber ich liebe Zodiac-Karten. Ich finde die so cool von der Optik her. Die hier finde ich auch mega nice. Was ist das hier? Der gefällt mir. Das ist Heroischer Champion Excalibur. Den gibt es, glaube ich, auch in Ghost. Der ist jetzt hier ein Secret Rare aus der Tin. Okay. Was haben wir noch? Wir haben jetzt nichts Großartiges. Jetzt kommen wir wohl zu den Pendelmonstern. Oh ja, Oberster König, Drachenfinster gewürgen von Sark. Ja, ich muss sagen, so ein paar Momente waren schon episch in Arc 5. Ein paar wenige. Okay. Synchro. Hier, richtig cool. Kann ich auch rauslegen, ist auch schon eingetütet. In Ultimate Rare offensichtlich. Rosas, Bildung, oh Gott. Das ist. Spanisch, aber legst trotzdem mal raus. Ja, so, und das war es dann wohl gewesen mit dem, was hier drin ist, in dem Binder. Dann machen wir den mal wieder zu und gehen gleich weiter zum nächsten. Wir haben ja noch Zeit. Das hier finde ich cool. So einen hatte ich schon mal und die sind relativ gefragt. Allein diese Ringordner mit dem Design hier, die gehen 30, 40 Euro auf eBay weg teilweise. Meinen habe ich damals leider verkauft für einen Spottpreis. So, hier geht es jetzt mit dem ganzen Oldschool-Krempel los. Oben direkt mal Dark Magician First. Der ist allerdings, glaube ich, in keinem so guten Zustand mehr. Ja, played. Aber der geht trotzdem noch ein paar Euro. First. Hier werde ich jetzt mal auch ein bisschen mehr die Zustände kontrollieren, wie bei den anderen Sachen. Ja, der ist auch so exzellent bis gut, würde ich sagen. Die sind jetzt aus YGLD, die werden noch ganz frisch sein, so an sich. Gibt es hier was, was man mal gucken sollte? Ich glaube, nee, den sieht man auch schon, der ist auch schon ein bisschen damaged. Genau, die Exodia, hier eine richtig abgeranzte aus LOB, drei Teile. Dann haben wir hier nochmal eine aus YGLD. Oh, ein Dark Magician aus Dusa, habe ich auch noch nicht so viele.
auch richtig nice. Okay, das Bein sieht eigentlich noch ganz okay aus an sich. Ja gut, also natürlich für die Sammlung nicht mehr zu gebrauchen, der ist halt schon zu abgeranzt, aber so für meine private, warum nicht? Genau, hier waren noch drei Blue Eyes drin, die er für sich behalten hat, leider, weil da war einmal dieser Japanische mit Kaiba vorne dran, war da drin, den ich so dringend suche. Okay, der ist CT, der ist auch CT, der ist richtig abgeranzt. Ist der Ami? Sieht so ein bisschen doch noch aus. Täusche ich mich oder ist der Ami? Ich glaube, der ist Ami. Ja. Der darunter wahrscheinlich auch. Genau, nochmal die hier aus SKE. Die sind jetzt nicht so erwähnenswert. Hier oben wahrscheinlich noch. Der ist natürlich auch ein bisschen beschädigt. Aus Bell Ruler. Schade drum, aber wenn man die verkauft, da kommt immer noch ein bisschen was bei rum. Die hier fand ich richtig geil. Die ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist ein dunkler Gelehrter aus Dark Beginning. Auch noch in einem relativ guten Zustand. Dürfte auch noch den ein oder anderen Euro gehen. Oben drin einfach mal ein wahrer König, so nebenbei. Ne? ja, auch ein bisschen, also relativ viel Yugi Legendary Stuff. Die müssen natürlich immer mit von der Partie sein. Ich kann sie nicht mehr sehen. Kuribos. NRD, wie ist denn der beieinander? Ich weiß, dass hier noch irgendeinen First dabei sein muss, der richtig abgeranzt ist, aber der geht soweit eigentlich noch. Auch hier erste Auflage, Schweigsamer Schwertkämpfer, muss ich mal gucken. Ja, okay, der ist schon played. Ja, was haben wir denn sonst noch? Der Unterweltler ist auch played. Das ist wohl der Ordner, wo er seinen ganzen Playstuff rein hat, habe ich das Gefühl. Dann wieder ein bisschen moderneren Stuff auf jeden Fall. Hier die violette Hexe. Ulti. First Edition ist noch relativ gut beieinander. Kuribo aus Lost Millennium. Was war denn das nochmal? Redu Return of the Duelist vielleicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist auf jeden Fall auch eine Karte, die mir optisch sehr gut gefällt. Gibt es auch ein Ultra. Die finde ich halt richtig cool, diese Dinos. Sind richtig schön designt worden. Naja, der ist eher weniger, aber den hier und den hier. Also die beiden, die finde ich halt richtig fett. Der Fünfköpfige, den kann ich direkt rauslegen. Oh, das ist sogar ein Misprint. Dann aus Duelist Saga müsste der sein. Boah. Ja, den gehe ich auch gleich raus. Finsterer Ausrottung Hexenmeister, den schaue ich mir jetzt bloß mal an, weil die findet man recht selten in gutem Zustand mittlerweile. Aber da, ja, ausgerechnet hier sind sie in gutem Zustand drin. Die anderen Karten vorher teilweise richtig abgeranzt, so, aber die sind gut. Beide sogar. Auch gut. Was ist denn das? Unter Terror Behemoth Ultramufus. Kenne ich gar nicht. Hier Kristallseher First aus Tactical Evolution, der war damals so viel wert. Okay, der sieht auch mega aus, aber den habe ich noch nie vorher gesehen. Spirit Reaper, auch bei, aus der Legendary Collection, mega nice. Hier wieder ein paar Raging Tempest Karten, offensichtlich. Sudik Schweifpeitsche, habe ich auch in Ulti schon dutzende Male. Windhexe Schneeglocke, war die nicht mal irgendwas wert? Ein Ultra? Ich weiß es gar nicht. Aber die sind natürlich alle noch relativ neu. Die werden dementsprechend auch noch in einem relativ guten Zustand sein. Auch der göttliche Vogel wird mich jetzt mal interessieren, weil diese ganzen Starter-Deck-Karten, die sind normal, die sind normalerweise. Was geht eigentlich? Also, ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, die anderen werde ich jetzt mal nicht angucken. So, was haben wir noch? Maximum 6, auch in einem sehr guten Zustand. Ja, ein paar krasse Sachen sind dann hier schon drin. Jinzo aus Duelist Saga finde ich auch mega nice, so vom Artwork her. Dann natürlich die Fremdenführerin auch, aber den Duelist Saga, das davon werde ich jetzt nicht so genau reinpfeifen. Den lege ich mir auf jeden Fall raus. Und Hammer ist ja auch aus Duelist Saga, ja, Raviel. Genau, die ist auch cool aus Maximum Crisis. Die Maximum Crisis Ultras gefallen mir generell extrem gut, muss ich sagen. Schwarz glänzender Soldat natürlich.